Hallo Leute, heute gibt es mal kein Video zur Fräse, sondern zur Drehmaschine, von der ich ja auch schon ein Video auf meinem Kanal habe. Ich bin hier in der Werkstatt von meinem Onkel, wo die Drehmaschine steht. Die habe ich mit meinem Onkel zusammen gekauft. Das ist eine Paulimod PM4000. Ich durfte jetzt schon ein paar Erfahrungen mit der Drehmaschine hier sammeln. Natürlich bin ich jetzt da noch kein großartiger Profi drin, das nämlich auch noch relativ neu das Thema Drehmaschine für mich. Aber ich möchte euch heute mal ein bisschen die Drehmaschine zeigen, was mir aufgefallen ist und was mir gut gefällt, was mir schlecht gefällt und wie die halt einfach so generell funktioniert für meine Anwendung auf jeden Fall. Es gibt ja doch recht kontroverse Diskussionen bezüglich dieser China-Maschinen, was ja alle da von Paulimod oder Optimum und so weiter und so fort alles sind, und dass eigentlich eine gebrauchte alte Industriedrehmaschine aus Deutschland deutlich besser sein sollte. Ich kann natürlich jetzt keinen Vergleich anstellen, weil ich die Erfahrung mit einer alten Industriedrehmaschine nicht habe, aber so im Allgemeinen kann ich eigentlich sagen, dass ich mit der Drehmaschine hier sehr zufrieden bin. Sie macht das, was ich machen will. Sie ist sehr genau bei den Sachen, die ich machen will, und so gesehen habe ich keine großartigen Kritikpunkte an der Drehmaschine, bei denen ich sagen würde, die ist jetzt unbrauchbar für mich. Aber jetzt hole ich euch da mal ein bisschen näher ran und zeige euch eben die einzelnen Teile der Drehmaschine. Es könnte möglich sein, dass ich das ein oder andere Teil falsch bezeichne, da möchte ich bitte ein bisschen Nachsicht haben. Bin eben noch nicht so ganz firm mit den ganzen Bezeichnungen bei der Drehmaschine. Am Ende des Videos wird es dann auch noch ein paar Späne geben, sonst ist es ja vielleicht für manche ein bisschen langweilig. Da werde ich einfach ein paar Videos rein einfügen, die ich so die Zeit über, mit der ich mit der Drehmaschine schon gearbeitet habe, angesammelt habe. Ich werde auch versuchen, möglichst zu jedem Video die Schnittdaten mit dazu zu schreiben, aber ich werde es nicht mehr bei allen Videos wissen bzw. aufgeschrieben haben. Ich denke, es macht Sinn, wenn ich jetzt einfach von links nach rechts die einzelnen Teile der Drehmaschine zeige. So werde ich nichts vergessen und kann euch zu jedem Teil schön die Vor- und Nachteile, die mir aufgefallen sind, zeigen. Dann könnt ihr im Endeffekt auch selbst entscheiden, ob ihr euer Geld, falls ihr eine Drehmaschine haben wollt, in so eine China-Maschine stecken wollt oder lieber eine alte Industriemaschine nehmt, die halt aber auch gewisse Nachteile haben kann. Eingelaufenes Bett etc. pp. Dann fangen wir mal hier beim Getriebegehäuse an. Da hinten sitzt dann noch der Elektronikkasten. Den kann ich euch leider nicht zeigen, da die Drehmaschine hier recht nah an der Wand steht, so dass man den Deckel zwar abschrauben kann und eventuell die Sicherung wieder einsichern kann, falls nötig, aber zum Filmen komme ich dann nicht hin. Ich glaube, ich habe noch ein paar Bilder, die ich jetzt hier einfügen werde vom Elektronikkasten. Ich bin eigentlich sehr positiv überrascht über den Kasten. Es ist eigentlich alles sehr ordentlich verdrahtet, alles ordentlich beschriftet. Das macht eventuell Fehlersuche oder Umbauten auf jeden Fall sehr einfach. Und auch die Bauteile, die eingebaut sind, sind sinnvoll ausgewählt. Nochmal eine extra Sicherung, kleiner Trafo für die Lampen, die hier benutzt werden. Ja, ein paar Schütze, umfangreiche Schutzmaßnahmen. Wenn man irgendwelche Deckel aufmacht, dann wird der Motor abgeschalten mit Wiedereinschaltsperre und so weiter und so fort. Da bin ich eigentlich sehr positiv überrascht. So, dann fangen wir jetzt eben hier ganz am Anfang der Drehmaschine an. Hier unter dieser Abdeckung verbirgt sich der Riemen und die Wechselräder, die man aber eigentlich so gut wie gar nicht wechseln muss. Die einzigen Fälle, in denen man sie wechseln will oder muss, ist, wenn man einen ganz anderen Bereich von den automatischen Vorschieben haben will oder wenn man spezielle Gewindesteigungen schneiden will. Hier hinten habe ich mir noch einen Halter gemacht für den Futterschlüssel, damit der aufgeräumt ist. Hier vorne ist dann auch noch eine Tabelle für alle nötigen Vorschübe und Gewindesteigungen. Da hat man alle schön auf einen Blick. Hier innen drin
kann man auch noch einen Betätigungsschalter sehen, dass die Drehmaschine nicht anlaufen kann, wenn der Deckel geöffnet ist. Also alles auf der sicheren Seite hier. Wie man sieht, hier drüben der Riemenantrieb. Hier unten sitzt der 1,5 Kilowatt Motor. Der Riemen ist doppelt ausgeführt, damit er wohl die nötige Kraft übertragen kann. Und man hat hier nochmal eine Möglichkeit, die Grundübersetzung vom Motor zum gesamten Getriebegehäuse hier zu ändern. Die habe ich jetzt auf die schnelle Übersetzung eingestellt. Dann habe ich einen Drehzahlbereich von 100 bis 1810 Umdrehungen. Beim niedrigen Übersetzungsverhältnis hätte ich einen Drehzahlbereich von 65 bis 1200. Da ich jetzt nicht unbedingt so niedrige Drehzahlen brauche wie die 65, habe ich das jetzt eigentlich nur auf der hohen Übersetzung bis jetzt benutzt, da das doch ein etwas mehr Aufwand ist, die Übersetzung zu ändern. Dann hier sind die Wechselräder, zu denen man Zugang hat. Die sind generell ja nicht sehr viele hier. Man kann eigentlich nur die Räder hier umdrehen und dann gibt es, glaube ich, hier noch ein anderes. So gesehen, also wenn man da mal was wechseln will oder muss, dann ist das auch schnell geschehen. Hatte ich aber bis jetzt auch noch nicht den Bedarf dazu. Das ist jetzt die niedrige Übersetzung, will ich es mal nennen. Man kann also den unteren Bereich der Vorschübe wählen. Hier oben ist dann eben noch der Schalter für die Abdeckung. Dann ist hier noch ein Schalter, der ist für die Bremse. Der schaltet den Motor aus, wenn man die Bremse betätigt. Und man muss dann auch den Vorwärts-Rückwärts-Laufhebel erstmal auf neutral stellen und dann wieder auf vorwärts, damit der Motor wieder anläuft. Also man kann die Drehmaschine mit der Bremse sozusagen auch einfach nur schnell ausschalten, wenn man es braucht. Hier dann der Bereich mit den Walhebeln am Spindelstock. Wie man sieht, hat man hier ziemlich viele Möglichkeiten, mit den Walhebeln einzustellen. Hier ist die Drehzahltabelle, hier die Vorschubtabellen, wo ich ja schon ein paar Vorschübe genannt habe. Dann hier noch ein Notaus. Hier ein Taster, um den Motor im Tippbetrieb zu betreiben, damit man einen Gang einlegen kann, falls es gerade nicht geht. Wobei ich da lieber das Futter einfach ein bisschen drehe. Das hört sich dann sanfter an, sonst kracht es doch teilweise ein bisschen. Ja, hier oben mit den zwei Hebeln kann man eben die verschiedenen Drehzahlen einstellen. Ist dann auch immer mal ein bisschen am Futter drehen, damit halt der Gang reingeht. Dann hier kann man den Vorschub umschalten von ja, vorwärts auf rückwärts oder wenn man Gewinde schneidet von rechts auf links Gewinde. Und hier unten eben die Wahlhebel für den Vorschub. Einmal, ob man den automatischen Vorschub haben will oder ob man dann Gewinde schneiden will. Das ist hier links für den automatischen Vorschub eben. Dann hier zwei Hebel, mit denen man von A bis E und 1 bis 5 die Kombinationen, die hier auf der Tabelle angezeigt werden, einstellen kann. Und hier unten dann noch ein Hebel, mit dem man von 1 auf 2 schalten kann. Das bedeutet eigentlich einfach, dass man den Vorschub, den man bei 1 eingestellt hat, bei 2, dass der dann einfach verdoppelt wird. Den benutze ich eigentlich ganz gern, den Hebel hier unten. Da kann ich nämlich einfach mit auf 2 meinen Schrubbvorschub einstellen. Dann drehe ich hier rüber auf 1 und das passt dann meistens ganz gut zum Schlichten. Ja, ich denke, das ist alles Wichtige, was man hier zu dem Spindelstock sagen kann. Die Walhebel hier fühlen sich gut an. Man hat immer schön einen Rastpunkt, wenn man einen neuen Gang eingelegt hat. Ja, hier hört man es. Dieses Klack und man spürt es auch. Hier hat man eben ein paar Drehzahlen zum Einstellen, mit denen ich bis jetzt immer gut zurechtgekommen bin. Vielleicht wird die Drehmaschine mal noch einen Frequenzumrichter erhalten, dann kann man hier die Drehzahl noch ein bisschen besser variieren, falls man mal eine Zwischendrehzahl haben will. Denn hier der Sprung von 500 auf 840 ist doch relativ groß. Da würde ich mir vielleicht schon mal eine Drehzahl im Bereich dazwischen wünschen. Aber generell finde ich die Aufteilung hier relativ gut. Ich meine, die 280 und die 300, das kann man natürlich, das hätte man jetzt nicht gebraucht, die Abstufungen, aber sind halt nun mal so vorhanden. Dann geht es weiter beim Futter. Hier ist jetzt momentan das Dreibackenfutter montiert mit einem Durchmesser von 200 mm und maximaler Drehzahl von 2000 Umdrehungen pro Minute. Aufnahme ist Camlog. Wenn
Welche Größe habe ich jetzt leider gerade vergessen? Und es ist im Lieferumfang von der PM4000 auch noch ein Vierbackenfutter dabei, was ich sehr angenehm fand, da ich das doch schon einige Male benutzt habe. Und noch eine Planscheibe, die ich bis jetzt noch nicht benutzt habe. Zum Futter hier, glaube ich, gibt es jetzt nicht großartig viel zu sagen. Ist halt ein Dreibackenfutter. Qualität finde ich jetzt ganz gut. Ich meine, spannt die Teile, die ich einspannen will. Und ja, Rundlauf mit einem präzisen Teil, das ich eingespannt habe, habe ich jetzt noch nicht getestet. Ist aber nicht ganz perfekt, das habe ich schon festgestellt. Aber das erwarte ich beim Dreibackenfutter der Preiskategorie vor allem auch überhaupt nicht. Wenn ich wirklich eine zweite Operation machen muss und die sehr präzise sein muss, dann nehme ich halt das Vierbackenfutter. Da kann ich dann mit der Messuhr ganz einfach auf eine bestimmte Genauigkeit einstellen, die ich haben will. Die Spindelbohrung der Fräsmaschine ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 38 mm. Da kann man also schon durchaus auch recht große Teile noch in die Hohlwelle der Spindel hineinschieben, um sie dann besser zu bearbeiten können. Eine kleine Sache noch hier zum Maschinenbett. Hier kann man noch eine Bettbrücke rausnehmen, um einen größeren Durchmesser bearbeiten zu können. Ganz nette Sache vielleicht, wenn man mal es dringend braucht. Bis jetzt war das bei mir noch nicht nötig. Dann kommen wir hier zum Bettschlitten. Wie man schon sieht, ist hier ein Multifix-Halterung verbaut. Die ist nicht original bei der Drehmaschine dabei. Das würde ich mir fast noch wünschen, dass das einfach Originalzubehör ist. Da das meiner Meinung nach jetzt, nachdem ich das Multifix hier montiert habe, dieser Vierfachstahlhalter, der standardmäßig dabei ist, ist jetzt keine so besonders tolle Sache. Ich habe jetzt hier den Multifix eben mit vier verschiedenen, also mit vier Haltern, in die ich verschiedene Werkzeuge eingespannt habe. In drei Haltern sind eigentlich Werkzeuge drin, die ich andauernd benutze, und im vierten Halter dann immer speziell, je nachdem, welches ich halt bei der jeweiligen Drehoperation gerade brauche. Ja, ich meine, hier zum Bettschlitten an sich, glaube ich, gibt es jetzt nicht so viel zu sagen, was man jetzt, oder mir fällt auf jeden Fall nichts ein, was ich jetzt speziell hervorheben könnte. Ich meine, die Funktion sollte jedem klar sein, was sie macht und wie der halt funktioniert. Hier ist dann der Vorschubhebel für Längsvorschub und Planvorschub. Hier drüben die Schlossmutter zum Einrasten. Und hier ganz drüben eben noch der Vorwärts- und Rückwärtslaufhebel zum Starten der Drehmaschine. Den finde ich auch sehr angenehm, dann wenn man nicht hier nach links rüber irgendwas machen, sondern kann direkt hier einfach mit der Drehmaschine an einer Stelle arbeiten. Hier mal noch in der Detailaufnahme die Führungsauflage des Planschlittens. Hier hätte ich natürlich ganz gerne noch gesehen, dass dies geschliffen bzw. geleppt wäre. Aber irgendwo muss man natürlich auch Abstriche machen. Das hier ist halt eben nur gefräst. Es fühlt sich aber auf jeden Fall schon ganz ordentlich an. Und ich denke, wenn man die Maschine jetzt nicht im Dreischichtbetrieb benutzt, ist das durchaus auch okay. Der Verschleiß wird natürlich ein bisschen höher sein, wie wenn die Flächen hier ordentlich geleppt wären. Aber wie schon gesagt, irgendwo muss man ja dann doch vielleicht einen Abstrich machen. Der Bettschlitten hat natürlich noch eine Gewindeuhr zum Gewindeschneiden. Das habe ich gerade vergessen noch zu erwähnen. Weiter geht's dann mit dem Reitstock. Der hat hier unten die Möglichkeit, ihn seitlich zu verschieben. Habe ich bis jetzt noch nicht genutzt. Ich habe ihn nur einmal genau mittig eingestellt. Ich denke mal, das ist auch nur sehr unüblich, dass man das nutzt. Braucht man ja eigentlich hauptsächlich dann, wenn man irgendwie einen langen Kronos drehen will. War bis jetzt noch nicht der Fall bei mir. Hier hinten gibt es dann noch zwei Hebel. Einmal um die Pinole hier zu blockieren, dass man die nicht mehr bewegen kann. Und jetzt kann man den Reitstock natürlich hin und her schieben. Und dann der andere Hebel, damit der Reitstock an der Position bleibt. Also keine aufwendigen Schrauben oder so, um den zu befestigen. Es geht alles fix mit Hebel. Der Hub vom Reitstock ist 100 mm, wie ich jetzt hier gerade sehe. Also damit kann man schon auch mal ganz ordentlich tief bohren. Ja. Und ich denke, auch hier gibt es jetzt ansonsten nicht mehr so viel mehr zu sagen. Es ist ein MK3-Konus. Dazu braucht man natürlich dann sinnvollerweise noch eine mitlaufende Zentrierspitze, die ich hier habe. Die ist auch von Röhm. Die ist auch von Paulimod.
Mit der bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden. Die macht ihren Job, wie sie soll. Und dann eben hier noch ein Bohrbohrer. Das ist jetzt von Röhm. Und das kann 3 bis 16 mm spannen. Macht auch einen ordentlichen Job. Und ist natürlich auch absolut wichtiges Zubehör, da man ja sonst keine Löcher bohren kann, was dann auf der Drehmaschine irgendwie ein bisschen blöd ist. Die Drehmaschine hat eine Leit- und Zugspindel, was mir auch sehr wichtig war, weil ich persönlich weiß jetzt nicht, wie viel Auswirkungen das wirklich hat, aber die Leitspindel für einen Vorschub nutzen, kann ich mir schon vorstellen, dass das auf Dauer keinen so guten Einfluss auf das Spiel der Schlossmutter auf der Leitspindel hat. Deswegen eine mit Zugspindel. Und hier unten ist dann noch die Betätigungswelle für den Ein- und Ausschalter. Das Untergestell war bei der Drehmaschine auch schon mit dabei, was ich doch recht angenehm finde, weil man sie dann gleich ordentlich aufstellen kann. Hier ist das Fußpedal für die Bremse, die auf jeden Fall recht sinnvoll ist. Vor allem auch beim Gewindeschneiden kann man dann schön stoppen, wenn man auf nah an der Schulter ran das Gewinde schneiden will. Hier hat man dann noch ein bisschen Stauraum für Drehwerkzeuge oder sonstige Sachen, die man halt so für die Drehmaschine benötigt. Ja, auf der anderen Seite sieht es dann genauso aus und ist eben ein schönes Zubehör, das schon mit dabei ist. Essentiell für die Genauigkeit der Drehmaschine ist natürlich auch die Aufstellung der Drehmaschine. Das habe ich hier mit solchen einstellbaren Füßen realisiert, die ich selbst gemacht habe. Davon sind an jedem Unterschrank hier 4 Stück montiert, also insgesamt 8 Stück für die Drehmaschine. Hier unten noch ein kleiner Fuß, um die Last auf den Fliesenboden etwas zu verteilen, mit einem kleinen Gummipuffer darunter. Und hier kann man eben dann mit der Gewindestange und den Muttern die Höhe der einzelnen Füße sehr fein einstellen und die Drehmaschine genau ins Wasser stellen. Das habe ich mit einer Maschinenwasserwaage mit einer Auflösung von 0,02 mm pro Meter pro Teilstrich gemacht. Das hat auf jeden Fall einige Zeit gedauert, bis man das wirklich perfekt hinbekommen hat und keine Verdrehung mehr im Maschinenbett messbar war. Das Ergebnis hat sich dann aber auch gelohnt, da ich beim Drehen eines Zylinders auf 100 mm Länge die Durchmesseränderungen unter 5 Mikrometer sind, sowohl mit als auch ohne Reitstock. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu der Drehmaschine habt, stellt die gerne in den Kommentaren. Und ich hoffe auch, dass das Video, falls ihr nach einer Drehmaschine sucht, euch helfen kann, euch zu entscheiden, welche ihr nehmen wollt. Als ich nach der Drehmaschine gesucht habe, habe ich leider keine wirklich guten Erfahrungsberichte zu der Polymod hier gefunden. Deswegen war das auch die Motivation, dieses Video hier noch zu machen. Falls euch der Inhalt auf meinem Kanal generell gefällt, lasst doch bitte ein Abo da und ein Like für dieses Video, würde ich mich auch sehr freuen. Dann gibt es jetzt noch die paar versprochenen Späne, damit ihr auch ein bisschen die Maschine hier in Action seht, denn sonst ist das ja doch alles relativ trocken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß noch bei den Spänen!